Dr. Kellner ist mein, ich bin der Doktorvater von Dr. Kellner, der eine Dissertation über Organtransplantationen im Islam geschrieben, eine ausgezeichnete Dissertation, die auch gedruckt worden ist. Und deswegen danke ich besonders herzlich, dass er mich gebracht hat, dass ich dort sprechen kann. Es ist so, ich bin als Arzt und Ethnologe und fühle mich richtig interdisziplinär. Nur für die Ärzte bin ich nach wie vor der Ethnologe und für die Ethnologe bin ich nach wie vor der Arzt. Also es ist, man wird interdisziplinär nicht anerkannt. Nun, ich möchte zu Beginn, ich bin insgesamt, alles zusammen, die 10 Jahre lang in Afrika gewesen, vor allen Dingen in Kongo, in Uganda, in Tansania, im Südsudan, in Senegal. Und ich möchte jetzt aus dieser langen Zeit, die ich dort also wissenschaftlich tätig war, ein kleines Resümee ziehen. Zu Beginn ein paar kleine Sachen, die ich finde, das wichtig sind, dass man sie kennt oder dass man von ihnen gehört hat, das ist die sogenannte transkulturelle Sozialkompetenz. Das Voraussetzung für das Verständnis fremder Menschen ist die Kenntnis ihrer soziokulturellen Hintergründe. Dies kann man lernen. Nicht lernen, sondern nur durch Einfühlsamkeit erwerben, kann man seine transkulturelle Sozialkompetenz. Erst diese ermöglicht dem Arzt einen erfolgreichen Umgang mit den Fremden. Auch ein wichtiges, meiner Meinung nach sehr wichtiges Statement ist das, was Van Gennep, der Gennep vor ca. 100 Jahren postuliert hat, das sogenannte Embodiment. Es geht darum, dass wir in unserem Kopf eine Art Festplatte haben, die angebohrt ist. Das ist das Ansche a priori. Aber wir entwickeln uns und diese Entwicklung hängt zusammen nicht nur mit der Umwelt, mit der Erziehung, mit der Erfahrung, sondern es geht sogar so weit, dass also das, was wir essen, in diesen Embodiment hineingehört und dass das die Persönlichkeit strukturiert. Auf der anderen Seite haben wir jedoch sogenannte Pattern oder Universalien oder ja, die eigentlich jedem Menschen irgendwie innewohnen, nicht nur im Bereich medizinischen Denkens und Handelns, sondern in allen Bereichen. Und das ermöglicht uns auch mit anderen Menschen, auch wenn man sie die Sprache nicht versteht, zu kommunizieren. Der ist nicht komplett anders. Er ist im Grund eigentlich genauso wie wir. Und da habe ich jetzt 3 verschiedene sogenannte Universalien, möchte ich Ihnen vorstellen, mit Beispielen aus Afrika, die überall anzutreffen sind und die wir eigentlich erkennen müssen, wenn wir irgendwo medizinisch tätig sein können. Das eine ist das Konzept der Bikausalität von Krankheit. Die Patienten tendieren dazu, 2 Ursachen gleichzeitig für den Ausbruch einer Krankheit verantwortlich zu machen. Eine natürliche, wie Infektionen und Kälte, schlechtes Essen oder Überarbeitung auch, und eine soziokulturelle, wie Disharmonie in seinem sozialen Umfeld mit Gott, den Geistern oder den Ahnen. Diese Bikausalität wurde definiert von dem berühmten Anthropologen Evans Pritchard, der auch bei den Asande, wo ich als Lehrer sehr lange tätig war, gearbeitet hat und der da hier als erstes dort definiert hat, wie diese Asande sehr, sehr einfach diese Bikausalität definieren. Sie nennen das den First Sphere, das sind die natürlichen Ursachen, und der Second Sphere, das sind die gesellschaftsbezogenen Ursachen. Jetzt hängt es, ist es nicht immer so, dass im Grunde genommen sind immer beide Sphären notwendig, dass man krank wird. Aber wenn das eine harmlose Krankheit ist, wenn es ein Schnupfen ist oder eine Erkältung, dann wird er zwar denken, vielleicht hat irgendwo eine kleine Hexe, die mich, aber ich bin ein starker Mensch und die Krankheit ist nicht so arg, der wird in erster Linie versuchen, also mit Pflanzen und ähnlichen Sachen diese Krankheit zu bekämpfen. Wenn das einer ist, der aber in einem sozial schlechten Zustand ist, der Probleme hat mit seiner Gemeinschaft, der Probleme glaubt zu haben mit seinen Ahnen und ähnliches, der wird besonders auf den Second Sphere achten, also der dort genau definiert ist, entweder als Hexerei, Mangu oder Magie.
Figur. Das heißt, es sind immer beide Sachen da, aber es kommt immer darauf an, die Schwere und den sozialen Zustand des Patienten, welcher Speer der richtigere ist. Wir kennen ja auch das bei uns. Das gibt es überall, diese Vorstellung. Denken Sie einmal an einen Lungenkrebskranken. Wenn es ein vernünftiger Mensch ist, wird er sagen, ja, ich habe den Lungenkrebs bekommen, weil ich 30 Jahre lang jeden Tag 30 Zigaretten geraucht habe. Das ist die natürliche Ursache. Aber andererseits wird er sich denken, hunderttausende Leute um mich herum rauchen genauso viel und die haben keinen Lungenkrebs. Warum gerade ich? Also so vage Gedanken von Schuld und Sühne fließen da herein. Also und das ist etwas, das wir praktisch überall finden. Besonders dann bei schweren Krankheiten kommt es dann heraus. Jetzt kurz nur über die Hexerei und wie wichtig es ist, dass man diese Vorstellungen kennt. Wir haben zum Beispiel in der medizinischen Entwicklungshilfe unter Anführungszeichen tätig ist. Wir sind da an der Nil-Kongo-Wasserscheide, im Grenzgebiet zwischen Kongo, Südsudan und Zentralafrikanischer Republik. Und Sie kennen alle diese rote Erde in Afrika und an diesen Stellen verhärtet diese Erde fast wie ein Felsen. Das wachsen keine Pflanzen dort drauf. Und Sie sehen, dass das ein 14-jähriger Asande-Bub gewesen ist, der diese wunderbare Zeichnung gemacht hat, und alleine mit dieser Zeichnung könnte man eine Dissertation in der Ethnologie machen. Jedenfalls, ich glaube, Leute, dass dort kein Gras wächst, weil dort sich die Hexen treffen oder die Hexe, es gibt keine Geschlechtsunterschiede bei den Asandes, so wie das bei uns früher war, sondern treffen sich dort und vor allen Dingen auf diesen Platten tanzen sie oder sie verwandeln sich in ein magisches Tier, von dem aus dann die Flammen der Hexerei herausfliegen, über die Bäume fliegen und in den Körper des Opfers eindringen und dort, das könnte man fast sagen, mit der Stasen der Hexenkraft hinterlassen und diese Flammen nach getaner Arbeit kehren sie wieder durch den Mund in den Bauch des Hexers zurück. Schauen Sie, wie wunderschön dieser junge Zeichner diese Metamorphose vom Menschen zur magischen Nachtkatze gemacht hat. Dieses Mittelding in der Mitte, zwei Krallen, zwei Finger, dann das Gesicht, ändert sich langsam zum Gesicht der Katze, also eine wunderbare Zeichnung. Diese Laterit-Platten, die also sehr wichtig sind, heißen Ungar oder Anunga die Mehrzahl. Und dann sind die Europäer gekommen und wollten halt, ja, was wollten sie, Kirchen bauen und Spitäler bauen, in Ziegelbauweise. Und für Ziegelbauweise braucht man einen harten Untergrund. Und daher, da sind sie wieder wie so einen Hunger. Ja, also wo man sieht rechts den Pfad, wo die Leute drüber gehen, aber in der Nacht würde jeder Asande diese Stelle meiden. Er würde dort nicht drüber gehen. Und Sie sehen auch so diese kleinen Termitenhügel sind ganz typisch für diese Plätze. Und eben jetzt sind dann die Europäer gekommen, haben in Ziegelbauweise da hier eben Krankenhäuser gebaut und haben sich dann gewundert, dass die Leute am Abend nach Hause gegangen sind, dass die Gebärenden hinausgegangen sind, im Busch, um ihr Kind zu bekommen. Sie wissen ja, dass 80% aller Geburten in der Nacht stattfinden. Und die sind davon gelaufen von dieser Stelle. Haben lieber draußen im Urwald ihre Kinder bekommen, als dass sie im Spital geblieben war. Auch eine weise Entscheidung, wenn man das gesehen hat, die verratzten Bettgestelle, die dort war, ist es also, dass sie diese gefährliche Situation von hygienischer Seite des Krankenhauses, der Sterilität des Urwalds dann verursacht. Ein weiteres sehr wichtiges Universale ist das humorale und solidare Denken den Heilkunden. Wir haben dieses Denken, das überall auf der Welt, das Nebeneinander von Sekte-Vorstellungen und korpuskulären solidaren Konzepten. Es ist überall vorhanden und
es hängt dann von der Krankheit ab, welches Konzept in den Vordergrund tritt. Unsere moderne Medizin hat bis der berühmte Pathologe Rokitansky war der letzte große Vertreter der Humoralpathologie, der also noch die Säftelehre vertreten hat, vor allem in seiner allgemeinen Pathologie. Und sein großer Gegenspieler, der dann das solidare Konzept eingeführt hat, das war Rudolf von Virchow, der preußische Pathologe. Und es ist dann so gewesen, durch den Einfluss von Virchow ist das humorale Denken in der Medizin fast abhanden gekommen und es ist dann die solidare Konzepte gekommen. Das humorale Denken war also sehr alt, obwohl es auch in Griechenland zum Beispiel bei den alten Ärzten auch dieses Nebeneinander gegeben hat. Die alexandrinische Ärzteschule etwa, die sollen eine Solidarkonzepte gehabt und die Hippokrates-Ärzte, die haben das humorale Konzept gehabt. Nun, es ist eigenartig, dass heutzutage in der Medizin irgendwie das humorale Konzept wieder zurückkommt. Wie ich Medizin studiert habe, hat sich das gesamte Leben an Membranpotenzial, an Atomen, die da hin und her getauscht werden, durch die Zellwände abgespielt. Und heutzutage haben wir mehr als Säfte zu sehende Konzepte, wie zum Beispiel die Enzyme, wie die Mediatorenstoffe und ähnliches. Also es kommt heutzutage eigentlich die humorale Denken wieder undefiniert in die Heilkunde zurück. In der Volksmedizin bei uns war das eh immer. Ich kann mich erinnern, ich habe mich einmal, da war ich noch Arzt im Krankenhaus in meiner Ausbildung, und am Nachmittag hätte ich eine Vorlesung halten sollen über eben dieses Thema, einer alten Frau Blut abnehmen. Denke gar nicht so, denke mir nach, was ich da am Nachmittag den Leuten erzählen werde. Den Studenten auf einmal schaut die Frau runter. Was? So was Schönes gehört. Gut, dass das weg ist. Weil es natürlich als venöse Blutrichtung dunkel ist. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist bei uns immer noch vorhanden. Aber von diesem Denken, dass immer eigentlich in allen anderen Kulturen beides vorhanden ist, da ist es wichtig, dass man dann sieht, welche Behandlungsmethoden beim Humoraldenken bekommen oder beim Solidarendenken. Humorales Denken ist das Ziel, dass man diesen gestörten Säftehaushalt wieder in Ordnung bringt. Entweder, dass das Gleichgewicht wiederhergestellt wird oder dass der schlechte Saft entfernt wird. Darauf sind also Therapien zurückzuführen, das Schröpfen, das Adalas, das Schwitzen, die Glistiere, wenn man gedacht hat, im Darm drinnen, das sind die ganz schlechten Sachen, das sind die Körperschlacken. Kein Mensch weiß, was das ist, wird aber immer wieder verwendet bei uns und die werden abgeleitet. Und beim solidaren Denken, Sie haben das in sich, beides Denken. Sie kennen auch Krankheiten und Sie glauben, jetzt muss ich das ausschwitzen und ins Bett gehen und damit Glühwein trinken oder Eisen trinken, damit die Krankheit herausgeht. Umgekehrt kennen Sie auch die andere Situation, es tut Ihnen genau hier weh. Und Sie sagen sich jetzt, ja, da tut es weh, am besten ist, man schneidet es heraus. Und das sind also diese beiden Konzepte, sind sozusagen in jedem Menschen vorhanden. Jetzt noch einmal zurück zu den Asande. Ich habe leider immer ich bin die ganze Nacht gesessen, habe das Folien weggeschmissen und bin, glaube ich, trotzdem noch immer zu lang. Hier ein Bild von diesem jungen Zeichner, die Suche nach dem sogenannten Hexenkraftorgan, von dem die Flammen der Hexenkraft herauskommen. Der hat zufällig operiert, einen Mann, der eine Hernie gehabt hat, und findet da drinnen einen schwarzen Topf, in dem vier Tiere, die mit der Hexerei assoziiert werden, drinnen sind. Das ist die Schildkröte, das ist der Kauz, das ist die Kröte und die Schlange. Und zusätzlich Lebensmittel, die da drinnen sind, weil diese Tiere müssen was zu fressen geben im Bauch. Und ich war damals dort das erste Mal, und da war ein junger belgischer Arzt,
der war irrsinnig, der ist sicher mit guter Absicht gekommen und hat sich zu einem furchtbaren Rassisten entwickelt. Und warum? Weil die Leute sich geweigert haben, zu ihm zum Operieren gehen. Aber dann erzählt er mir voll Freude, dass er ein riesiges so einen Zwilling herausoperiert hat. Das, wie heißt das? Fällt mir da nicht ein. Jedenfalls, das hat er auf, er hat sich gefreut, weil das wirklich sehr selten ist. Das war so groß drinnen und wenn man das aufschneidet, dann quellen heraus Haare, Knochenteile, Zähne von diesem anderen Lebewesen, was sich da im Bauch sozusagen entwickelt hat. Und die Krankenpflege, die das gesehen hat, die haben natürlich gesagt, das kann nur so ein Organ gewesen sein. Und die haben das dann rumgezählt und dann sind die Leute nicht mehr gekommen und haben sich nicht mehr operieren lassen. Und das ist ein Gebiet, wo sehr viele Hernien, also Bruchkrankheiten sind. Und der hat sich geärgert, er könnte ihnen so gut helfen. Er soll immer ausreden, wenn er sagt, sie sollen kommen, sagt sie, ja, jetzt ist die Regenzeit, jetzt müssen wir, haben wir wenig zu essen oder jetzt ist eine Trockenzeit, jetzt müssen wir Felder wieder herrichten. Jedenfalls ist keiner gekommen. Wenn der das gewusst hätte, Zusammenhang, hätte er zu einem lokalen Autoritäten gehen können, hätte mit denen das diskutiert, dass die Einfluss nehmen auf die Leute, dass die dann wissen, dass das nichts ist. Die ein bisschen nur über Galen, ich will wieder ein bisschen zurückkommen, jeder kennt den Galen, er war ein griechisch-römischer Arzt, der hat in einer Gladiatorenschule sein Metier gelernt. Dort hat er viele Möglichkeiten gehabt, weil er hat erstens sehr viel sezieren können, die toten Gladiatoren, und andererseits hat er sehr viele Verletzungen zu versorgen gehabt. Und er ist halt so berühmt geworden, er ist ja freigelassen worden, war ja zuerst Sklave, dass er der Arzt von Kaiser Commodus und Marc Aurel geworden ist. Unter anderem sind seine Schriften dann ins Arabische, ins Syrische, von diesem Unayn ibn Ishaq. Ob ich es richtig ausgesprochen habe, weiß ich nicht. Und dem ist es dadurch zu verdanken, dass wir diese Schriften wieder zurückbekommen haben. Weil bei uns sind die Originale großteils verloren gegangen. Man hat also im Frühmittelalter überhaupt keinen Wert auf diese heute griechische Medizin gelegt und die sind weg gewesen. Und durch das Zurückübersetzen aus dem Arabischen haben wir diese Bücher dann wieder komplett gehabt, obwohl einige Übersetzungsfehler passiert sind und ein paar Probleme. Der hat also auch, man sieht, wie weit das geht, er hat da hier also zusammengefasst, der Eklektiker, er hat also dieses System von Aristoteles und von Hippokrates genommen, also wo die vier Elemente, Luft, Erde, Feuer, Wasser, wo ganz bestimmte Körpersäfte diesen Elementen zugeordnet sind, Blut, Schleim, schwarze Galle, gelbe Galle, das ist die Qualität trocken, heiß, kalt, feucht. Und da hat dann der Galle was dazu gemacht, er hat dann einzelne Temperamente des Menschen definiert. Aber diese Worte gibt es bei uns, werden bei uns noch immer verwendet. Denken Sie an den Phlegmatiker, den Schleimmenschen, den Melancholiker, den Schwarzgallenmenschen, den Choleriker, den gelbe Galle und den Sanguiniker, den Blutmenschen. Es ist dann so gewesen. Es ist dann so gewesen, dass also diese griechische Medizinvorstellungen in der islamischen Medizin eingeflossen sind. Und zwar sozusagen in der akademischen Medizin des Islams. Und berühmte Leute waren nämlich gar keine Araber, sondern der war der Avicenna, der eigentlich Abusina heißt, weil wir gestern gehört haben, den Zusammenhang zwischen dem arabischen Raum und China, war er wahrscheinlich einer, der auch in China gewesen ist. Und der Maimonides, der jüdischer Aufstammung war.
Und daher wird also in moralpathologischer Weise werden da hier Schöpfungen vorgenommen, das ist im Iran gewesen. Und da ist ein moderner Schöpfkopf, der made in USA ist. Das war nämlich ein Medizinprodukt. Und da hat es die Behandlungsbeschränkungen nicht gegeben. Die konnten also auch als Medizinprodukt im Iran eingeführt werden. Gut, eine kleine Sache noch, das ist die Darstellung von Krankheit. Jeder Mensch lernt in seiner Kindheit, was er, wie er agieren muss, dass er als krank gesehen wird. Und dieses Agieren, das ist kulturell bedingt. Also man lernt schon als kleines Kind, was ich machen muss, damit die Mitmenschen mich als krank akzeptieren. Hier, wenn wir dann zum Beispiel dann den Schmerz nehmen, die Darstellung von Schmerz, hier im Mittelalter lernen wir von klein auf, unseren Schmerz zu definieren. Schmerz, der sticht, der bohrt, der brennt und so weiter. In anderen Kulturen ist das nicht so. Da lernt man also andere Formen, um seinen Schmerz darzustellen. Und das führt dann zu Missverständnissen beim Umgang mit fremden Patienten. Besonders im mediterranen Raum ist Folgendes zu bemerken, dass wenn die Krankheit oder das Leiden gesehen wird, dann ist gar nichts. Also wenn ein Gastarbeiter sich den Finger abhaucht, ja, ist er halt weg. Sieht ja jeder, dass der weg ist. Aber wenn der ein internes Problem hat, dann legt er sich hin, er schreit unter Umständen. Er macht also für uns gesehen ein Riesentheater unter Umständen, wo gar nichts dabei ist. Und obwohl ich das weiß, habe ich mich auch manchmal gefragt und bin böse geworden, wenn ich aus so einem Bauch gegriffen habe und da habe ich noch einen auf die Finger bekommen vom Patienten. Also das ist etwas, was wichtig ist. Gut, es ist ungefähr ein Drittel von dem, was ich bringen wollte. Und ich habe auch noch drei Filme, die ich aber natürlich nicht zeigen kann in der Zeit. Wir werden vielleicht einmal das sehen, dass das am Abend noch einmal gezeigt wird. Und zwar aus drei Kulturen, die exorzistischen Vorstellungen. Und zwar aus dem Senegal, wo den Patienten mit Hilfe eines Huhns, mit dem man geschlagen wird, die Krankheit herausgezogen wird, das Huhn wird geschlachtet und dann werden die Eingeweide gelesen von dem traditionellen Heiler, was die Ursache ist. Der zweite Film, der ist aus Äthiopien, von orthodoxen Christen, im Gebiet der Gurage. Gurage sind aber zur Hälfte Muslime, zur Hälfte Christen. Und bei den christlichen Klöstern werden diese Exorzisten mit kaltem Wasser gemacht. Und da gehen genauso Muslime hin. Und der dritte Film wäre ein Exorzismus von einem anglikanischen Priester. Vielleicht kommen wir noch dazu. Danke.